Die Schule ist endlich vorbei, es hat geklingelt. Man kann wieder die Handys anschalten, Smartphones sind wieder erlaubt jetzt. Man geht raus und findet mittlerweile an vielen Orten offene WLANs. Das ist erstmal cool, denkt man sich, wow, ich muss mein Datenvolumen nicht benutzen, kriege kostenloses Internet. Dass das aber nicht nur cool ist, sondern vielleicht auch Probleme mit sich bringen kann, das zeigen uns Corinna und Leander mit ihrem Tool Watt, dem WLAN Awareness Tool. Kommt auf die Bühne. Also unser Projekt heißt eben WLAN Awareness Tool und das Problem ist, dass sich das Handy oder ihr internetfähiges Gerät automatisch mit bekannten WLANs oder sonstigem halt verbindet und das kann man eben ausnutzen, wenn man einen WLAN erstellt, was eben den gleichen Namen hat, dann verbindet sich das Handy eben automatisch und das kann eben zu falschen Seiten führen oder eben Viren bringen. Dann, das haben wir dann auch gemacht, quasi ein zweites WLAN gemacht mit dem gleichen Namen, mit dem Raspberry Pi. Hier. Und das haben wir hier Mathematikon for You genannt. Und das, da haben wir dann noch ein Captive-Portal, also eine Seite gemacht, die aufgeht, wenn man sich eben mit diesem WLAN verbindet. Und das haben wir mit HTML oder CSS gemacht. Und eben das könnte halt sein, wenn man mit einer falschen WLAN verbunden ist, dass man Wikipedia eingibt und dann kommt man aber auf Studiopedia und das ist eben eine Seite, wo nicht ganz so korrekte Daten draufstehen, sondern eher Spaß drauf ist. Und hier sehen Sie HTML und CSS und dann verbinden wir uns mal mit dem WLAN. Und dann kommt eben diese Seite. Ja, das ist die Website, auf die man kommt, wenn man im falschen WLAN eingeloggt ist. Hallo und herzlich willkommen im WLAN Mathematikon for You. Oder doch nicht? Sie sind hier in einem Fake-WLAN gelandet. Schock. Natürlich ist der Schock nicht ganz so groß. Wir sind schließlich von Jugend Hackt und programmieren kein falsches Internet und keine schlechten Seiten. Deswegen sieht man hier unten auch schon Lösungsansätze, wie man mit diesem Problem umgehen kann, dass man eben auf falsche WLANs kommt. Die Lösungsansätze sind zum einen, dass man das WLAN generell ausschalten kann, wenn man es gar nicht benötigt. Zum Beispiel, wenn man durch die Stadt spazieren geht, gibt es sehr viele verschiedene WLAN-Netze. Und dann kann man es gleich ausschalten, dann loggt sich das Smartphone nicht in die Netze ein und damit kann man dann gar nicht in die Möglichkeit kommen, zu einem falschen Netz zu gelangen. Oder man kann auch die Funktion abschalten, dass sich das Handy, Smartphone etc. automatisch verbindet. Dann kann man manuell die WLAN-Netze verbinden und selber entscheiden, welche die Netze die richtigen und welche die falschen sind. Des Weiteren kann man auch darauf achten, auf das Kürzel HTTPS, das S steht für sicher, und das bedeutet eben bei Websites, dass sie sicher sind. Und um das nochmal zu verdeutlichen, haben wir das Ganze auch noch bildlich dargestellt. Also hier der Mensch, den man sieht, dem ist nicht aufgegangen. Er schaltet einmal das WLAN ab. Und wenn er auf Internetseiten geht, dann achtet er eben besonders auf dieses HTTPS. Und die Probleme haben wir auf der Website auch nochmal verbildlich dargestellt, damit es auch jeder versteht.